Heute betrachten wir im keltischen Baumhoroskop die Hainbuche. Und diese steht unter dem Begriff der gute Geschmack. Dies gilt für die Geburtsdaten vom 4. bis 13. Juni und vom 2. bis 11. Dezember. Bei den Kelten war die Hainbuche als gutes, hartes Holz begehrt. Und mit einer Hecke schützten sie ihre Grundstücke. Die im Zeichen der Hainbuche Geborenen sind durch nichts zu erschrecken oder zu schocken. Sie sind zähe und widerstandsfähige Menschen in seelischer wie körperlicher Hinsicht. Ja, sie stehen wie ein Fels in der Brandung. Mit Bedacht wählen sie ihre Freunde aus, die sich blind auf sie verlassen können. Gerade das ist ihre besondere, gefühlsvolle Seite. Hainbuche-Menschen verfügen über eine kühle Schönheit, die schon in jungen Jahren bei ihnen zu erkennen ist. Sie achten sehr auf ihr Äußeres und haben einen sehr guten Geschmack in sämtlichen Dingen. Diese Menschen setzen sich nur realistische Ziele, prinzipiell mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen. Diszipliniert und zuverlässig verfolgen sie ihr Leben sicher und konsequent. Ihre Ziele erreichen sie dadurch immer. Das ist ihre beste Eigenschaft, die sie mit Fleiß und Energie pflegen. Hainbuche-Geborene sind Menschen der Fakten und Taten. Ihre Grenzen schätzen sie realistisch ein. Allerdings kann ihr Organisationssinn für ihr Umfeld und Freunde sehr nervig sein. Geht mal etwas nicht nach ihrem eigenen Kopf, wie sie es sich vorstellen, reagieren sie mürrisch und intolerant. Oftmals neigen sie zu Egoismus und Launenhaftigkeit. Sie sind jedoch sehr tolerant und loyal, sodass man immer auf sie zählen kann. Sie haben die Sehnsucht zur Erfüllung in der Liebe, Wärme, Geborgenheit und Anerkennung. Sie sind sehr misstrauisch und haben Angst, belogen und betrogen zu werden. Und sie überlegen oft zu lange über Dinge nach. In der Liebe lieben sie es, der Beschützer zu sein. Wenn sie verliebt sind, ist das ehrlich. Allerdings neigen sie durch ihren Beschützerinstinkt dazu, ihren Partner zu erdrücken. Geht man mit einem Hainbuche-Menschen eine Partnerschaft ein, muss man selbst auf festen Beinen stehen. Das ist der bodenständige Hainbuchenmensch. Und als nächstes geht es weiter mit dem Feigenbaum. Alles Liebe bis dahin, eure Deria.